Okay, genau. Dann machen wir jetzt einfach weiter. Genau. Dann schauen wir uns bitte als Bild hinten dran die Anlageampel, wo wir das nochmal für euch zusammengefasst haben. Das müssen wir im Grunde genommen nur um einen Punkt ergänzen. So, schauen wir mal schnell. So, ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei bei mir. Genau. Das ist die Anlageampel, mit der wir sehr, sehr gerne arbeiten, weil anhand dieser Anlageampel haben wir alle Punkte, die in Anführungsstrichen aus unserer Sicht für die Geldanlage wichtig sind. Das ist zum einen einmal die Rendite. Die muss ich natürlich ins Verhältnis zum Risiko setzen, wie der Achim schon sagt. Das heißt, ihr seht hier die Anlageampel bei der Rendite steht da 0 bis 3% ist rot. Also wir gehen eher davon aus, dass man mindestens 4-5% Nettorendite machen muss, damit ich tatsächlich unterm Strich einen Mehrwert erziele. Weil nach Inflation und Steuer ist die Frage, ob bei 3% noch irgendwas übrig bleibt. Der nächste Punkt, Einfachheit und Sicherheit. Ich muss meine Geldanlage immer verstehen können. Verstehen heißt, ich muss wissen, was da passiert. Also das heißt, dass ich dementsprechend auch sozusagen schnell darauf reagieren kann und auch nicht der Profi werden muss. Die Sicherheit ist bei der Einfachheit mit dabei, weil ich sozusagen einfache Strategien zum Umsetzen gerne hätte. Steuer, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nochmal kurz Aufgabe zum Mitrechnen. Vielleicht kennt jemand das Spiel. Wenn ich heute einen Euro habe und für diesen Euro die perfekte Geldanlage habe, dann wären im nächsten Jahr, weil es die perfekte Geldanlage ist, 100% obendrauf, das heißt im zweiten Jahr 2 Euro. Die Geldanlage habe ich weiter im dritten Jahr 4 Euro, im vierten Jahr 8 Euro, 16 Euro, 32 Euro. Ihr kennt das Spiel, nach 20 Jahren, wie viel Geld habt ihr im Geldbeutel? Kannst du mal einen Chat da reinschreiben? Also 20 Jahren mit der Rendite von 100%. Jedes Jahr wird der eine Euro verdoppelt. Über 20 Jahre, wie viel habt ihr nach 20 Jahren am Konto draufstehen? Schauen wir ein bisschen aus, gell? Mhm. Wie schauen die Schätzungen aus? Die Schätzungen kommen noch rein. Also im 2 hoch 20. Mathematisch wahrscheinlich richtig. Ja gut. Und in Euros? Schätzen? Also nicht den Taschenrechner rausholen, sondern tatsächlich schätzen. Es geht um ein schönes Beispiel, dass ich euch die Funktionalität von Steuer sehr transparent mache und sehr einfach darstelle. Also das heißt, im ersten Jahr 1 Euro, dann 2 Euro, 4 Euro, 8 Euro, 16 Euro, 32 Euro. Nach 20 Jahren... Achim hat 1 Million. Sehr, sehr gut. 1.048.000 Euro wären das nach 20 Jahren. Wenn ich jetzt Steuer bezahlen muss, ich rechne jetzt mal einfach mit 30% Steuer. Das heißt, ich hätte nicht eine Verdoppelung, 100% Rendite, sondern nur 70% Rendite. Wie viel habe ich dann nach 20 Jahren im Sack? Achim, jetzt schreiben nicht 1,7 hoch 20. Also ich habe nach dem ersten Jahr nicht 2 Euro, sondern nur 1,70 Euro. Und so kumuliert sich das hoch. Wie viel ist durch den Zinseszinseffekt nach 20 Jahren dann drin? Also die erste Variante war 1.048.000. Achim sagt 40.000. Oh, Profi, sorry, 28.000. Aber nicht schlecht. Aber ihr seht, was diese 30% Steuer ausmacht. Und dementsprechend ist es wichtig, darauf zu achten, Geldanlage auch unter dem Aspekt zu sehen, dass mir möglichst wenig genommen wird.
möglichst wenig genommen heißt Kosten und Steuer. Und dementsprechend muss das immer Einfluss auf meine Geldanlage haben. Passives Einkommen, finanzielle Freiheit hat, ich möchte es jetzt hier mal eine Klammer drumherum machen, weil das hat mit der Geldanlage zuerst einmal nicht direkt zu tun, weil ich kann natürlich eine Geldanlage wählen, die ein passives Einkommen produziert. Sei es, dass ich mir eine Immobilie kaufe, die mir Mieterträge bringt, ob ich jetzt da bin oder nicht, der Mieter bezahlt hoffentlich, oder eine Aktie, die Dividenden hat, die dann ausschüttet zum Beispiel. Oder ich habe eine Anleihe, die ausschüttet. Ist sozusagen die Konsequenz aus meiner Geldanlage. Was aus unserer Sicht auch wichtig ist, Liquidität und Verfügbarkeit. Weil wenn ich heute eine geschlossene Beteiligung habe, die 10 Jahre Laufzeit hat, ist die Frage, gibt es den Emittenten in 10 Jahren noch? Passt das Geschäftsmodell? Ist der Leverage-Effekt in den 10 Jahren ideal? Gibt es in 10 Jahren den Euro noch? Ist der inflationsgeschützt? Etc. etc. Also das heißt, je nach Bedürfnis ist Liquidität und Verfügbarkeit schon ein sehr, sehr hohes Gut. Und natürlich Diskretion aus unserer Sicht. Das heißt, wer kann mir wann aufs Konto greifen? Und aufs Konto greifen kann er mir nur in der Regel dann, wenn er weiß, wo es ist. Und wenn es jetzt noch im Euro-Bereich ist, dann kann er durch das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz euch direkt aufs Konto greifen. Also das muss man dementsprechend immer abwägen. Auch hier gilt Rendite versus Risiko versus Diskretion. Das heißt, ein systemisches Risiko auszuschließen. Gehen wir nochmal kurz zurück auf die Grafik, dass wir es nochmal zusammengefasst sehen, bitte. Genau. Also anhand dieser Grafik können wir jede Geldanlage sozusagen nach meinen Zielen und Wünschen ideal produzieren. Wenn ich jetzt noch unterscheide zwischen Geldwert und Sachwert, dann kann ich auf der obersten Ebene sozusagen schon mal meine bestehenden Assets, meine bestehenden Geldanlagen qualifizieren und sagen, passen die überhaupt zu dem, was ich will? Das heißt, wenn ich heute jetzt sagen würde, ich hätte gerne ein Renditeziel von 7%, die Sicherheit von 100%, zu 100% Diskretion und die Verfügbarkeit zwischen 0 und einem Jahr und Inflationsschutz, natürlich vollen Schutz und Steuer absolut optimiert, dann wäre das jetzt von der Geldanlageseite her die eierlegende Wollmilchsau. Das heißt aber auf der anderen Seite, habt ihr die schon? Gibt es die schon? Oder muss ich die erst noch produzieren, diese Geldanlage? Wenn ich jetzt, wenn wir eine Geldanlage wählen, die jeder kennt, nehmen wir mal klassisch den Bausparvertrag. Wenn wir den Bausparvertrag genau hier einordnen in diese Randale, diese 6 Rahmenbedingungen. Wie würdet ihr den Bausparvertrag unter Renditegesichtspunkten sehen? Wie viel Rendite, schreibt mal bitte in den Chat rein, wie viel Rendite hat ein durchschnittlicher Bausparvertrag? Jetzt brauchen wir Musik, oder wie verwerten wir so? Die durchschnittliche Bausparvertrag. Komm noch. Achim ist gut dabei. Ja? Okay. Kommt noch was. Nehmen wir hier mal den, ich tue es mal abkürzen, Bausparvertrag. Die Rendite von einem Bausparvertrag, schätzungsweise, der Achim wird wieder sehr gut liegen. 4%? Fragezeichen. Es gibt vielleicht noch 4%, ganz, ganz selten. Aber 4%, das heißt, das ist keine ganz schlechte Rendite, aber auch keine ganz gute Rendite. Die würde bei uns sozusagen so ein Minus kriegen. Ist der Bausparvertrag verfügbar? Ja, nein.
In der Regel dauert es 7 Jahre mindestens, bis das Ansparen da ist. Also kriegt er hier auch ein Minus. Klassisch, wie sicher ist ein Bausparvertrag? Naja, von der Geldanlageseite, die 4% sind garantiert, hängt wiederum von der Bausparkasse ab, ob das Geld dann tatsächlich zur Verfügung steht. Also die Sicherheit, da es ein Geldwert ist, ist es zumindest nicht Inflation, ist es absolut inflationsbetroffen, das heißt ein Minus. Durch Inflation wird es immer weniger. Die Erträge sind voll steuerpflichtig. Und Diskretion können wir hier auch komplett ausschließen. Also, wenn ich das hier subsumiere unter dem Aspekt, dass wir gerne eine ideale Geldanlage gehabt hätten, fällt der Bausparvertrag tendenziell aus. Also unter dem Aspekt, ich muss mindestens 7% Rendite haben. Ich möchte es idealerweise täglich verfügbar haben. Ich möchte es sehr sicher haben. Ich möchte es inflationsgeschützt haben. Idealerweise keine Steuer oder ganz geringe Steuer. Und Diskretion, nachdem der Bausparvertrag nicht in der Schweiz liegt, ist das auch ausgeschlossen. Also es gibt bestimmt Fälle, in denen Bausparverträge Sinn machen. Zum Beispiel, wenn ich ein hohes Maß an Förderung noch kriege, dann kann das eventuell Sinn machen. Unter dem Anforderungsprofil, das wir vorher aufgestellt haben, macht sicherlich keinen Sinn. Sind wir fürs nächste Mal fragen, was Lust? Genau. Ja. Welche? Genau, also wir haben jetzt einen Bausparer gemacht. Welche Anlageform würde euch noch interessieren? Weil dann gehen wir nämlich durch. Zwei haben wir noch vorbereitet und schreibt da mal rein, was euch noch konkret für eine Anlageform interessiert, dann können wir die mal durchgehen. Aktien. Aktien, jawohl. Gut. Aktien ist sicherlich von der Rendite, wenn man eine gute Auswahl trifft, können wir sicherlich 7% und mehr schaffen. Bestimmt denkbar. Verfügbarkeit bei der Aktie, wenn ihr sie im Depot habt und der Broker erreichbar ist, ist es täglich handelbar. Sicherheit. Wie sicher schätzt ihr Aktien ein oder wie sicher, ich sage es mal im Vergleich zum Bausparvertrag, wie sicher ist da die Aktie? Hängt jetzt immer ein bisschen von der Auswahl ab, aber wer hat sich die Aktie gewünscht? Die Regina. Die Regina, okay. Dann, also Sicherheit ist dahingehend, ist es ein Sachwert, aber unterliegt ja gewissen Schwankungen. Und hängt auch ein bisschen davon ab, welche Aktie ihr auswählt, ob das ein hochverschuldetes Unternehmen ist oder nach welchen Kriterien ihr zum Beispiel eine Aktie aussucht. Nehmen wir ein klassisches Beispiel, was ja auch in aller Munde ist, eine Tesla-Aktie. Wer kennt das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Tesla-Aktie? Also das heißt, man nimmt den aktuellen Kurs geteilt durch den aktuellen Gewinn eines Unternehmens. Das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wo ist denn da normalerweise? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis im DAX liegt ja irgendwo zwischen 15 und 20 aktuell, über den ganzen DAX gesehen. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis über den gesamten DAX so zwischen zwischen 15 und 20, also relativ günstig, sagt man statistisch. Und eine Tesla hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Vielleicht hat ja jemand Tesla-Aktie. Hat jemand Tesla-Aktie? Also jetzt kommt erschwerend dazu, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis kann man nur dann ausrechnen, wenn man auch mal Gewinn hatte. Und es ist bei Tesla aktuell noch nicht gegeben, dass die Investoren jemals einen Gewinn gesehen hätten. Also das heißt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist unendlich bei der Tesla-Aktie. Und wenn ihr euch jetzt aber den Kurs anschaut oder die Kurssteigerung in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren, das ist schon gigantisch. Also da habt ihr bei Rendite seid ihr ganz weit vorne. Das muss man ganz klar sehen. Aber die Sicherheit, Hü oder Hot, also da müssen wir dementsprechend schauen, wo es
welche Aktien wir uns aussuchen. Inflationsgeschützt ist es definitiv, weil es ist ein Sachwert. Wie verhält sich es mit der Steuer? Ist nicht nur positiv, weil die Gewinne müssen klassisch versteuert werden. Und die Diskretion ist in dem Moment jetzt hier auch nicht so wichtig, aber diskret ist es absolut nicht, weil wir ja die Aktie in unserem Wertpapierdepot, bei unserem Online-Broker oder ja, in der Regel beim Online-Broker liegen haben. Also die Aktie kommt schon sehr, sehr nahe an unseren Idealzustand hin. Wir haben hier nur bei der Diskretion leichte Minus, bei der Steuer muss man gucken. Gott sei Dank ist jetzt das Steueränderungsgesetz, was der Herr Scholz für ETCs und ETFs machen wollte, die auf Edelmetalle gehen, haben wir da ja vorher auch drüber gesprochen haben, das ist Gott sei Dank vom Tisch, die Besteuerung. Also das hat er letzte Woche ist das gekippt. Thema Sicherheit, sind wir bei Aktien bestimmt auch gut aufgehoben. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Okay. Der Achim würde gerne Edelmetalle Immobilien Aktienfonds. Vielleicht können wir Aktienfonds bei Aktien reinnehmen und noch ein bisschen was dazu sagen. Also Aktien und Aktienfonds können wir sicherlich hier mit dazu packen. Der Fonds verhält sich in der Steuer etwas schlechter wie die Aktie direkt, weil wir ja die Fondsbesteuerung vorweg haben. Also das heißt, wenn der Fonds in der Regel bei euch im Depot drin liegt, dann werden fiktive Steuern schon bezahlt, ohne dass der Fonds veräußert wird. Und das kann beim Fonds dazu führen, dass es steuerlich gesehen ein bisschen schlechter ist. Also das hängt ein bisschen vom Fonds ab, wie der dementsprechend unterjährig besteuert wird. Inflationsschutz ist beim Fonds oder beim ETF, was tendenziell, tun wir die hier gleich mit dazu, auch ähnlich voll inflationsgeschützt. Die Sicherheit ist sicherlich hier genau dieselbe wie bei der Aktie, nur höher einzuschätzen, weil im Fonds habe ich immer nicht nur eine Aktie, sondern in der Regel ein Portfolio zwischen, also die kleinen Fonds, die haben 50 verschiedene Titel drin, bis hin zu einem großen Carmignac-Fonds, der hat halt auch mal 200, 300 Titel. Also das kann schon sein. Also die Sicherheit wird im Fonds sicher. Ja, wir waren kurz draußen, jetzt sind wir wieder da. Sind wir wieder da. Verfügbarkeit ist beim Fonds wie bei der Aktie gleich. Ich kann dementsprechend auch die Sicherheit noch steigern, indem ich eine Anlagestrategie wähle. Das heißt, dass ich zum Beispiel ein Cost-Average-Faktor nutzt. Ist das jedem ein Begriff, Cost-Average-Faktor, monatlich gleichbleibende Beträge? Kennst du das? Cost-Average? Ja, nein. Das ist der monatliche, was ich dadurch tue, ich kaufe monatlich Aktien. Sparpläne. Genau, Sparpläne. Das ist monatlich kaufen. Wichtig bei Sparplänen, einen praktischen Tipp, lass die Sparpläne bitte nicht am 1. des Monats laufen, sondern am 15. des Monats. Das hat einen ganz praktischen Grund, weil ich sage jetzt mal, 95% der Menschen bekommen am 28., 29., 30. ihr Gehalt überwiesen und haben dann auch am 31., 1., 2., 3. die Sparpläne laufen. Jetzt hat ein klassischer Fondsmanager Zuflüsse am Anfang des Monats. Ein Fondsmanager kriegt Geld in seinen Fonds reingespült und muss das investieren. Das sind die Regeln des Investmentfonds. Das heißt aber, wenn der investiert, steigen die Fondspreise, weil die Fondsbranche das Geld zufließt. Und das heißt, ihr kauft teurer ein, als wenn ihr zum Beispiel am 15. kaufen würdet. Also ihr habt einen strategischen Vorteil, wenn ihr eure Sparpläne am 15. machen lasst oder 14. oder 16. auf jeden Fall Mitte des Monats, weil da kaufen viel weniger. Und das heißt, dadurch wird der Preis nicht getrieben. Also weil der Fondsmanager nicht kaufen muss, weil er viel, viel weniger Mittelzuflüsse hat in der Mitte des Monats. Also wenn ihr Fonds, Sparpläne habt, entweder auf ETFs oder auf Aktien, gibt es ja auch schon Sparpläne, schaut, dass die Mitte des Monats laufen. Da habt ihr schon mal einen strategischen Vorteil, den 95% der Menschen nicht nutzen. Aber ansonsten,
Fonds, ETFs. Fonds und ETFs sind sicherer, weil wir eine breitere Streuung haben. Also können wir hier tatsächlich vielleicht nochmal ein Plus dazu machen für Fonds und ETFs. Ich glaube, bei ETFs ist es noch wichtig zu sagen, weil es geht jetzt wirklich gut auf die Medien, die verkaufen ETFs, die sind ganz beliebt. Ist ja auch sinnvoll, sofern dieser ETF physische Aktien kauft, wenn er quasi nur einen Kurs abbildet, was es ja auch gibt, sogenannte synthetische ETFs, dann kauft der ETF quasi keine Aktien, sondern bildet nur den Kurs nach mit den Aktien, die da drin sind. Das heißt, da solltet ihr euch informieren, wenn ihr sowas machen wollt, dass ihr wirklich physische ETFs habt, der die Aktien kauft. Weil sollte die Bank, die den ETF rausgibt, den synthetischen, also die wurde nur nachbildet, pleite gehen, wird der ETF ja nicht unter Sondervermögen. Genau, das ist ein wichtiger Punkt in der Sicherheit, in der Struktur, wie ihr das dann umsetzt. Eine kleine Anmerkung noch dazu, wenn ihr auch ETFs habt, die physisch die Aktien kaufen, gibt es im Kleingedruckten hinten in dem ETF-Emissionsprospekt immer noch die Rubrik Aktienleihe erlaubt, ja oder nein, weil es gibt auch einige ETFs, die wiederum Aktien kaufen, die aber sofort wieder weiter verkaufen oder verleihen, um hier ein Leverage-Geschäft zu machen. Und also da muss man immer drauf aufpassen, die ETFs sind zwar von der Kostenquote her super, in der Regel unter 0,5% laufende Kosten, aber die Auswahl muss hier schon auch dezidiert nicht schlichtweg banal stattfinden, sondern achtet da ein bisschen drauf, dass die kein Schindluder treiben dürfen, weil sonst habt ihr hier wieder Risiken im Portfolio, die ihr gar nicht haben wolltet. Ihr habt zwar ein tolles ETF auf den S&P 500, wo die 500 größten amerikanischen Aktien abgebildet sind und die auch physisch gekauft werden, aber am Ende des Tages ist keine einzige Aktie da, weil der ETF-Manager sie wieder verleihen kann, nur damit seine Performance etwas besser ausschaut. Also das, darauf solltet ihr achten. Aber da können wir vielleicht auch mal speziell auf einzelne Themen dann in einem weitergehenden Workshop dann dementsprechend drüber sprechen. Genau. Also das heißt, hier haben wir Aktienfonds und ETFs, glaube ich, ganz gut abgebildet. Ja. Also ihr seht ja hier schon, ist wirklich viel grün und nehmen wir, ist schon mal cool. Drum heißt ja auch bei uns Aktien- Edelmetallstrategien, weil das ja auch sinnvoll ist. Jetzt haben wir noch 14 Minuten. Wir haben auch gesagt, dass wir so ein bisschen einen Zeitplan einhalten wollen, dass jeder auch seinen Abend auch so planen und durchführen kann, wie er will. Dann Achim hat jetzt noch Edelmetalle Immobilien geschrieben. Ich würde sagen, Edelmetalle machen wir auf jeden Fall noch. Kriegen wir beides. Dann machen wir hier die Edelmetalle. Die Immobilie packen wir hier vorne rein. Ein schönes Haus. Die Edelmetalle, Rendite, wenn ich jetzt, schauen wir uns doch mal kurz den Goldpreis an. Weil jeder sagt immer, Gold ist zu teuer. Das war vor 20 Jahren schon zu teuer und ja, ist aktuell immer noch zu teuer. Das kaufe ich wieder, wenn es billiger ist. Aber da kann man im Internet unter gold.de kann man eine ganz nette, schöne Grafik anschauen. Da sieht man die Entwicklung und was es mit dem Spruch, Gold ist heute zu teuer, das kaufe ich, wenn es günstiger ist, auf sich hat. Wo haben wir das gehabt? Gold. Goldpreis, du musst eingeben. Chart. Da kannst du auf den Chart draufklicken. Ja. So. Genau. Magst du kommentieren? Ich sehe das hier am Handy, da ist der Bildschirm so klein, da sehe ich es nicht gescheit. Gut. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1980. Im Januar hier befindet sich der Goldpreis irgendwo zwischen 400 und 500 Euro. Und was man vorher mit der Grafik von der FED schon mal gezeigt haben, einfach mal diese Entwicklungen im Laufe der Zeit. Ja, also wir sehen, ja, der Goldpreis ist eigentlich konstant hier irgendwo zwischen 300 und 500 US-Dollar.
Ja, und dann fällt er mal wieder auf 52 und irgendwie passiert da nichts. Und wer sich vorher noch erinnert, wann nämlich die ganze Federal Reserve die Geldmenge erhöht hat, wird feststellen, dass es hier ähnlich ist. Und auf einmal sprechen wir nicht mehr so von 300, 400 US-Dollar, sondern da geht es wirklich nach oben auf 1200 US-Dollar. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. So. Hier beim Goldpreis von 400, 300, 250, da glaubt keiner dran, dass das irgendwann mal bei dieses Jahr mal bei 2000 US-Dollar rauskommt. Und wenn wir uns anschauen, wie groß die Notenbankprogramme da laufen, dann kann sich, glaube ich, jeder mal überlegen, wie das bei Aktien und Edelmetallen allgemein weitergeht im nächsten Jahr. Also das heißt, wenn ich jetzt zurückblickend schaue, aber bei Edelmetallen sicherlich eine tolle Performance, die ich auch noch hebeln kann, indem ich eine gute Strategie anwende. Also das heißt, wann ich die Edelmetalle kaufe. Ähnlich wie bei den Fonds gibt es hier Strategien, dass ich sage, dementsprechend kann ich die Rendite noch hebeln ohne das Risiko, weil wir haben es ja vorher über Rendite-Risiko gehabt, dass ich das Risiko erhöhe. Also das heißt, Rendite ist langfristig sicherlich nicht schlecht und auch als Wertspeicher immer gegeben. Verfügbarkeit. Wenn ihr Gold und Silber physisch habt, könnt ihr das aktuell jederzeit handeln. Wenn ihr ETFs, ETCs habt, dann müsst ihr darauf achten, dass der Emittent von dem ETC, also ich sage jetzt mal Eubex Gold oder dementsprechend auch die Liquidität vorhält, damit der sozusagen liefern kann. Aber grundsätzlich ist es verfügbar. In Krisenzeiten war ProAurum ein schlechter Partner, weil da konntet ihr nicht tauschen. Aber ihr wollt ja eventuell die Ware wieder tauschen. Aber grundsätzlich ist Verfügbarkeit, Liquidität sehr, sehr hoch. Sicherheit sehen wir bei Gold und Silber auch sehr hoch, weil nehmen wir mal an, im schlimmsten Falle habe ich einen schlechten Preis. Vielleicht nicht 2000 US-Dollar wie vor Monaten, sondern vielleicht heute nur 1900 Dollar. Aber eine Unze Gold und eine Unze Silber ist immer eine Unze. Dadurch, dass wir hier einen tollen Sachwert haben, ist die Sicherheit aus unserer Sicht sehr, sehr hoch. Also gibt es hier nichts zu mäkeln. Inflationsschutz. Sehen wir auch sehr, sehr gut den Inflationsschutz. Also ähnlich wie bei Aktien, weil es ist ja ein physischer Wert. Alles, was wir wiegen und messen können. In der Steuer ist sogar noch ein Vorteil, weil die Erträge steuerfrei sind und aktuell sogar steuerfrei bleiben, wenn ich die Ware 12 Monate plus einen Tag halte. Das hat, wenn ich jetzt über physische Ware spreche, ist es so. Wenn wir über ETCs sprechen, dann habe ich eine nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Ware verkaufen, habe ich hinten raus, ich drücke es jetzt mal so aus, eventuell eine Steuerlast. Also ein ganz kleines Minus könnte hier passieren, je nach Ausgestaltung des ETCs. Aber wenn ich ganz normal Gold und Silber kaufe? Physische Ware zu 100%. Physische Ware. Diskretion haben wir hier diskret, weil idealerweise legt er das zu Hause hin oder in der Schweiz. Wenn ihr es als Fonds oder so habt, dann haben wir ein kleines Minus. Also so gesehen sind wir hier nicht schlecht aufgestellt in Summe. Und hier müssen wir dazu packen, Rendite, wichtig, die Strategie. Damit ich Rendite-Risiko noch erhöhe. Also Edelmetalle ist sicherlich, wie die Aktien gehört es in der Portfolio. Wenn wir uns das Gleiche für die Immobilie anschauen. Die Immobilie steht und liegt von der Rendite, von der Lage. Weil wenn ich in München heute eine 3% Rendite suche für eine Immobilie, werde ich nicht finden. Gibt es in München nicht.
Es gibt bestimmt Immobilien irgendwo in Deutschland, ich sage jetzt mal, das sind sicherlich keine Einfamilienhäuser, sondern in irgendeiner Form Etagenwohnungen. Die haben 6-8% Rendite. Die gibt es noch. Muss man halt suchen. Keine Frage. Und wenn wir das haben, dann ist die Rendite auch gut. Verfügbarkeit bei der Immobilie ist sehr eingeschränkt, weil die Immobilie, ich brauche jetzt erst mal einen Käufer. Also das heißt, in dem Moment, wo ich sie wieder veräußern will, muss ich erst die Gegenpart finden. Wenn der Preis niedrig ist, finde ich immer jemanden. Das ist keine Frage. Da geht jeden Tag jemand durchs Isartor. Aber ich will es ja nicht unter Wert hergeben. Das heißt, Verfügbarkeit, Liquidität ist eher schlechter als die Aktien und die Edelmetalle. Sicherheit, wenn die Lage gut ist, ist ein Sachwert. Der einzige Wermutstropfen, in Anführungsstrichen, ist ein Lastenausgleichsgesetz, was dann hier wieder auf die Steuer zuschlägt. Aber grundsätzlich ist Ziegelsteine ideal, kann man schon machen. Und was dazu kommt, ich kann fremdes Geld einsetzen. Das heißt, ich kann auch aus, ich sage jetzt mal, netto 4% Rendite, 8% Rendite machen, wenn ich sie leverage, an Leverage hinterlege. Also ist sicherlich keine schlechte Geldanlage. Inflationsgeschützt? Bei Sicherheit muss man dazu sagen, der Spruch, wenn jetzt auf die Immobilie eine Bombe drauf fällt, dann gehört der immer noch ins Loch. Genau. Das ist bei der Etagenwohnung blöd, weil dann ist die Etagenwohnung weg, aber dann gehört mir ein Stück vom Loch. Ja. Inflationsgeschützt sehe ich die Immobilie auf jeden Fall. Also ist gleichwertig zu sehen. Steuer, wenn wir sie veräußern, müssen wir 10 Jahre warten. Also, ich sage jetzt mal, ein Minus haben wir. Ich habe die Spekulationsfrist 10 Jahre zum Veräußern. Ich tue es mal hier als Anmerkung, die 10-Jahresfrist. Und Diskretion, diskret ist das auf gar keinen Fall. Also das heißt, da stehen wir in den Grundbüchern. Was man aber schon noch dazu fügen muss, ich tue das mal blau mit dazu. Ich kann hier legal Steuern gestalten. Legale Steuergestaltung heißt, in dem Moment, wo ich eine fremdgenutzte Immobilie habe, also ich spreche über die fremdgenutzte Immobilie, weil nur die kann ich mit einem Renditehebel ausstatten, da kann ich Steuer gestalten und das führt wieder zu Rückflüssen, die ich wiederum als Investment verwenden kann. Wenn wir reden jetzt hier immer über ETW fremdgenutzt. Wenn das Haus eigengenutzt ist, kann ich euch grundsätzlich sagen, das ist eine Spardose. Da verdient man kein Geld, sondern das kostet nur Geld, weil das zieht euch nur Geld aus der Tasche. Zum Thema passives Einkommen ist die eigengenutzte Immobilie, die müsst ihr wenn dann bar bezahlen, aber ansonsten dann ist es auch noch Emotion, aber sonst keine gute Geldanlage. Wenn wir es hier zusammenfassend sehen, dann seht ihr auch schon mal ein bunt gemischtes Portfolio aus Immobilie, Aktien und Edelmetalle, was sie alle gemeinsam haben, lauter Sachwerte mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Wer wirklich am schlechtesten wegkommt, ist der Bausparvertrag. Klar, Geld wert. Und so, wenn ihr durch die einzelnen Geldanlagemöglichkeiten in eurem eigenen Portfolio durchgeht, werdet ihr immer mehr sehen, was wollt ihr tatsächlich langfristig halten und was nicht. Fehlt euch was? Dann im Chat. Oder wenn ihr anderer Meinung seid, können wir es auch gerne diskutieren. Oder passt es für euch jetzt mal? Ja, weil zeitlich haben wir es gut hinkriegt. Das ist mal voll im Rahmen. Weil dann würde ich vorschlagen, wir machen Fotos und lassen euch die Folien im Nachgang noch per E-Mail zukommen. Geht es? Ja. Geht, okay. Und dann
Können wir was vorbereiten fürs nächste Mal. Ja, vielleicht kann jeder von euch nochmal kurz schreiben, ein, zwei Punkte, die ihr jetzt mitnimmt und vor allem, was ihr euch für nächstes Mal wünschen würdet. Das wäre so als Abschluss noch richtig cool, damit wir auch wissen, was ihr euch gebracht hat, was wir für euch besser ausarbeiten können. Machen.